Komisch. Na gut. Wir können das Teil jetzt drehen. Wir können es nicht auf der Stelle drehen. Also müssen es irgendwo hier hin. Ich hasse es. Wir können es nicht dahin tun, wo ich es gerne hätte und wo es optimal wäre, weil die grünen Füße dann nicht mehr im Raum sind. Die grünen Füße müssen im Raum sein, wie man hier sehen kann. Das heißt, es wird immer die Möglichkeit geben, dass die Teile blockiert werden. Und das ist doof. Richtig doof. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Stopp. Wenn wir es jetzt dahin stellen, dann kann ich hier überall Gold wuchern und da theoretisch auch. Wenn es da wuchert, dann müssen wir wieder hier was wegsprengen, um das dann... Und den Korridor hier können wir nicht auflösen. Ich würde den Korridor gerne wieder zuschütten. Boah, also manche Sachen sind hier echt sehr ungünstig gelöst. Das heißt, wir haben jetzt ewig da ein Loch drin, in der Schatzkammer. Super. Können wir es erst sprengen, wenn eine Tür drin ist? Weil es erst dann geschlossen ist? Das ist doch alles komisch. So. Können wir das hier irgendwie besser lösen? Gold kann auch auf jeden Fall dahin gestellt werden, wo Füße sind, ne? Ja, hier waren Füße gewesen von dem Käferlein. Und trotzdem sind die ja gespawnt. Nö. Na gut, da muss ich mir noch was überlegen. Sind die inzwischen weg? Jo, stehlen. 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 Du machst die Mission. Los geht's. Haben wir jetzt auch alle wieder umgeschaltet? 19.600. Ja, das sieht gut aus. Oh ne, die verstecken sich noch. Mwahaha, 22.000. So, er ist auch wieder auf seinem Posten. Sehr gut. Die Sprengung müsste gleich passieren. Was bestimmt nicht so gut ist, direkt neben dem Generator. Abnutzung 98. Da gucke ich doch mal ganz kurz, ob da irgendwas kaputt geht bei. Also ich glaube es nicht wirklich, aber es wäre schon sehr cool. Und... Bidibi. Wusch. Nö. Na, okay. Wäre auch zu viel verlangen. So. Also, Goldkämmerlein. Wir bauen einfach ganz, ganz viele von den Aktentaschen. Ständern und wenn einer zugemauert wird, zugebaut wird, dann wird er halt zugebaut. Das ist doof. Nö, fällt mir jetzt echt nichts ein. Aber na gut, Weltkarte. Gucken wir, wie es hier vorangeht. Der ist schon zur Hälfte fertig. Bisher ist... Ah, ich hätte schwören können, hier wären 9 gewesen. Also 2 sind wohl schon gestorben. Hochsicherheitstür, was haben wir da? Ein Kafka-Einbrecher. Das ist das falsche Steuerung gewesen. So. Noch irgendwo was Unmarkiertes? Da kommt was Unmarkiertes. Außergewöhnliche Alibi-Ermittler. Warum von Alibi? Alibi ist hier. Die Wut ist unter 50%. Warum mucken die dann auf? Na, komisch. Oh, na gut. Oh, 3 von unseren Leuten. Das ist gar nicht gut. Das ist absolut nicht gut gewesen. Ja. Sowas ist schon ärgerlich. Vor allem auch tierisch außergewöhnlich, dass so viele auf einmal, aber...
Na gut, nicht hinterfragen, einfach akzeptieren. Wir haben genug Bedienstete. Vorerst. Und nur noch 6. Komm schon. Komm schon. Aber ja, es dürfte eigentlich klappen. Wir haben jetzt hier immer noch mehr, als wir eigentlich für die Mission brauchen. Und eigentlich muss nur einer überleben. Das dürfte im Sack sein. Klick. Jo, Erfolg. Sehr gut. So, und ihr geht mal alle nach Hause. Damit sich Geld ein bisschen regenerieren kann. So, Aufgabe abgeschlossen. Ah, stimmt, das wurde auch in den Kommentaren erwähnt. Da gibt es noch einen kleinen Button hier unten. Optionale Missionsziele. Da haben wir wohl gerade was erfüllt. Und hier ist noch eine. Verfluchte Sammlung. Ein heiliger indianischer Totempfahl wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Kolonialherrschern geraubt. Er wurde in 4 Stücke zersägt. Autsch. Und an Museen auf der ganzen Welt verteilt. Um den gotteslästerlichen Frevel zu sühnen, belegte der Medizinmann des Stammes jedes einzelne Teil mit einem Fluch, der nun durch das Zusammenfügen der Totems wieder aufgehoben werden kann. Deshalb hat jedes einzelne Teil einen negativen Effekt auf in der Nähe befindliche Bedienstete. Sammeln Sie alle 4 Teile und fügen Sie wieder zusammen, um in den Genuss der positiven Kräfte des Totenfalls zu kommen. Also, wir haben jetzt 4 Sachen, die wir stehlen können. Jedes Mal, wenn wir eins davon stehlen, geht es unseren Leuten schlechter. Und erst wenn wir alle haben, geht es uns besser, aber wir haben nur einen Gegenstand. Also, langfristig bestimmt eine gute Idee, aber kurz- und mittelfristig 3 Sachen irgendwo stehen zu haben, die die Werte senken, ist doof. Außer wir stellen es hier in die Ecke, da geht eh keiner hin. Kurios, kurios. Aber ja, da sollte ich jetzt also auch ein Auge drauf haben, auf diese optionalen Missionsziele. Brennen die Kondensatoren eigentlich irgendwann durch? Oh, anscheinend nicht. Ich hatte mir gerade überlegt, ob ich jetzt noch ein... Oh, Gefecht? Oh. Was? Ein feindlicher Bediensteter? Nicht ernsthaft, oder? Es gibt ein anderes fieses Genie. Ah, anscheinend. Das ist ja unerwartet. Die haben wir mal gefangen. Kane, was machst du hinter den Generatoren? Oh nö, sag mir nicht, dass du hinter den Generatoren gefangen bist. Ah gut, ich stehe noch nicht. Hau ab da, hau ganz schnell ab da. So, jetzt geht's bitte da lang. Dann gehst du bitte da runter. Und dann hilfst du bitte, die Bediensteten umzubringen. So, stopp. Oh, da kommt unser Neuer. Ich bin versucht, kurz auf Gelb oder Rot umzuschalten. Und die Türen alle zuzumachen. Weil die ja auch alle bewaffnet sind. Aber ich würde die schon ganz gerne gefangen nehmen, um die auszupressen. Und wir haben noch 115 Stück. Also ja, kein Alarm. Das versuchen wir so irgendwie zu regeln. Auch wenn wir dann ganz viele Kammerdiener verlieren werden. Kane. Genau, du läufst da schon mal hin. Dahin. Ja, so wird das aber auf jeden Fall nichts. Nee, gut. Dann werden wir euch doch alle töten müssen. Und Kane kann versuchen, einen von denen vielleicht später gefangen zu nehmen. Aber so sind das echt zu viele. Gut, Alarmstufe rot. Wir sollten die Türen hier alle absperren, aber wir haben schon so viele Leute draußen. Bei roten Alarm sollten die Arbeiter und die Kammerdiener echt sich irgendwo verkriechen. Ja, Massenschlägerei. Und die feindlichen Bediensteten greifen die Alibi-Ermittler an.
Ist das ein Bug oder gehört das so? Also ja, es sind auch böse vom fiesen Genie. Also halt Mama, ein fiesen Genie. Also macht es Sinn, dass sie nicht besonders gut stehen mit den Streitkräften des Guten, aber trotzdem ist das irritierend. Na gut, so fühlen sich unsere Gefühlkammern auch wieder. Kane? Ha, das war's schon. Und wir haben immer noch 110 Stück? Also sind das wohl echt nur ganz normale Bedienstete gewesen und keine Wachen. Stimmt, die hat noch nur Pistolen benutzt. Okay. Dann zurück zur Arbeit. Ihr habt einen Tag, das ist gut. So, wo ist mein neuer Handlanger? Ich habe ihn reingehen sehen, aber danach irgendwie aus den Augen verloren. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass er in die Gasfalle gestolpert ist. Das wäre echt nicht toll. Die anderen NPCs sind immer direkt zum Allerheiligsten gelaufen. Oh, und da ist er ja auch. Hallo? Du... Oh, du warst doch kein Handlanger. Du gehörst zur Hauptquest. Ja, stimmt. Nigel Irving. Wer war der andere? Bob bescheuert Kane. Okay, Bob bescheuert Kane. Ich hätte jetzt aber doch ganz gerne mal einen Handlanger. Oh, ihr müsst euch wieder verstecken. Ihr müsst euch verstecken. Und ihr müsst euch verstecken. Und ihr komischerweise nicht. Also, kein Bob bescheuert Kane. Vor dem roten Ivan wurde ich gewarnt, den soll ich nicht nehmen. Das heißt, wir haben jetzt zur Auswahl die Oma. Die verrückte Wissenschaftlerin. Und den Großwildjäger. Und nehmen wir halt den Großwildjäger. Da brauchen wir einen Arbeiter für. Ich schick mal drei. Und ja, wir hatten hier vor kurzem schon welche stehen. Das hatte ich irgendwie verplant. So, raus hier. Aber wir kommen da doch relativ gut voran. Also es fehlt jetzt noch einer von den Oberbossen. Und dann passiert irgendwas. Goldkammer. Ja, ist nicht optimal gelöst, aber was soll's. Ich bin jetzt versucht, einfach noch mehr davon zu bauen. Einfach nur, um dann eventuell Glück zu haben, dass dann eine von denen richtig gebaut wird. Also, dass wenn die jetzt zugemauert wird, dass wir wenigstens noch ein, zwei andere also zum Ersatz haben. Also, sonst müssen halt alle ganz runterlaufen, jedes Mal, wenn sie Gold haben wollen. Das ist doof. Wir könnten hier noch eine hinbauen. Hinter der Messhalle. Aber da müssen sie auch ganz außen rumlaufen, weil da eine Dreiertür ist. Okay. Hier ist viel zu wenig Platz. Nö. Oh, und du hast noch keinen Tag. Zack. Wurde mit Schwächentag markiert. So, ist schon jemand da? Nö. Können wir eigentlich inzwischen wieder mehr Bedienstete anstellen? Nö. Techniker Maximum, Wache Maximum. Kammerdiener werden ausgebildet. Ja, da sind ja vor kurzem ein paar gestorben. Das macht schon Sinn. Na gut, ignorieren wir die Tresore erstmal. Ist zwar doof, aber hilft halt nichts. Was haben wir noch? Unser Hotel scheint zu funktionieren. Wir hatten schon lange keinen Touristen mehr in der Basis. Aber wie wir jetzt damit Geld verdienen und wie viel, ist mir so noch nicht wirklich aufgefallen. Aber wir haben ja auch schon über 1 Million Dollar. Okay, es geht noch ein bisschen höher, aber trotzdem. Die erste Million sollte man nicht verachten, denke ich mal. Also ich weiß, ich würde es nicht. So, jetzt sind sie aber da. Sehr gut. Du
Los. 20 Sekunden. Das heißt, die gehen jetzt dahin und fragen ihn? Oder sollen wir einen hinschicken, damit er was zum Jagen hat und sich dann uns anschließt? Das wäre auch, passend. Das ging einfach. Und wir haben ihn sofort hier in der Liste. Okay, ihr dürft wieder nach Hause. Obwohl, nein, ihr könnt da mal mitmachen. Und da mal mitmachen. So. Raus. Colonel Blackheart, jetzt erhältlich. Zack, da bist du ja. Er hat als Spezialfähigkeit Fußangeln und Pendragon. Bist du da? Brauche noch Erfahrungspunkte für. Okay. Colonel Blackheart ist ein arroganter, gemeiner Kolonial-Großwildjäger. Für ihn ist die Jagd sein Leben oder sieht das Leben als seine einzige große Jagd? Seine Philosophie ist ganz einfach. Entweder ist man der Jäger oder der Gejagte. Er respektiert nur diejenigen, die ebenfalls seinen Dschungelprinzipien des Überlebens und der Vorherrschaft folgen. Alle anderen sind für ihn nur Beute, die es aufzuspüren, zu fangen und zu töten gilt. Das ist das Schicksal aller, die sich in der Nahrungskette unter ihm befinden. Blackheart selbst hat schon einiges hinter sich, insbesondere die Begegnung mit einem bengalischen Tiger, die ihn sein Bein gekostet hatte. Oh. Deswegen bewegt er sich so komisch. Den Tiger erledigte er mit seinen bloßen Händen. Okay. Gerüchten zufolge hatte die Bestie mit den Überresten seines Beines in einer Würzsoße mit Tomaten und Gewürzen zubereitet. Ein echter Jäger-Eintopf. Was? Er hat sein eigenes Bein gegessen? Gerüchten zufolge hat er die Bestie mit den Überresten seines Beines in einer Würzsoße gegessen. Okay. Colonel Blackheart ist ein Bonushandlanger, der nur im Weltherrschaftsstartset erhalten ist. Okay. Dann speichern wir doch mal ab. Klick, klick. Oh, und er hat wenigstens immer eine Waffe dabei. Im Gegensatz zu Kane. Aber gut. Speichern. Speichern. Nein. Ja, ich will ihn überschreiben. Der klingt doof. Wie jetzt? Okay, dann löschen wir ihn halt und speichern nochmal ab. Man kann ihn nicht umbenennen, das ist ja auch komisch. Na gut, Nachfolge 39. Und wir sehen uns gleich wieder.